Captain Drago, ich heiße Sie willkommen an Bord. Ja, herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile. Ich habe mir jetzt, ja, gründlich erkundigt und so, wie es so spielbar ist und keine Dick Blast ist. Ja, zwar richtig gut gegen Gegner, mehreren Gegnern und so, aber gegen Bosse nicht so gut und ich müsste dann auf Energy Shield gehen und das kann ich nicht. Dann habe ich jetzt gedacht, ich mache einfach einen klassischen Elementar Split Arrow Build in einfach neu und halt ein bisschen also auf Schnelligkeit getrimmt und so, weil keine Dick Blast ist sonst zu lang, also keine Dick Blast wäre sehr langsam und der ist dann viel schneller hier auch besser zum MFen geeignet, da es zwingende Items nicht voraussetzt. Jo, die Items. Ja, vor allem die Handschuhe sind jetzt gut wegen dem Freeze-Effekt. Und so ein bisschen MF. Und ja, die Stäbe sind leider immer noch hier. Muss ich dann entfernen. Und eben die Aura, die mir Cold Damage gibt, also Cold, den physischen Effekt auf Eis rüber, also auf Cold Damage rüber schickt. Ja, ein unsichtbarer Haken. Ah, jetzt ist es sicher. Also ein Bosskill ist er noch nicht, da kommt erst später, aber bei normalen Gegnern ist er recht schnell schon. So. Zurück. Ich muss dann auch die anderen Bögen holen. Okay, was haben wir denn hier? Blickstrike ist nicht für uns. Punktur, Raff. Ja, dann nehme ich Ruff eigentlich. Schwer. Aber eigentlich bräuchte ich Barrage für andere Builds dann wieder. Und Ruff habe ich ja. Ja. So. Das findet man nicht so häufig. Also, ich habe glaube ich noch kein Barrage-Skill gefunden. Skill-Game gefunden, einfach so vom Gegner. Aber Ruff bekommt man schon. Mal kurz schauen, hier habe ich genug wahrscheinlich. Ja, hier zum Beispiel. Zwar Level 5, aber. Ja, da überall. Ja, habe ich doch richtig genug. So. Ich gleich ausrüsten, benutzen, dann die anderen können weg. So, also eben alles auf Elementar Damage, so gut wie es geht, und halt den Elementar Damage mitnehmen, den so nimmt durch die Critical Treffer und so. Oh, gleich richtig. Oh, jetzt ist meine Stimme wieder ein bisschen kaputt. Also gleich der richtige Weg gefunden. Also es geht entweder links durch oder rechts durch, aber meistens rechts durch.
Und ja, eigentlich müsste ja gar nicht zum Tor. Zweiten Oktos, das geht ja nicht. So. Komisch, dass ich die nicht getroffen habe. Das ist ein Problemchen. Das ist eine volle, ganz leichten Gegner. Easy, also so leicht war der wahrscheinlich noch nie am nächsten Mal. So, durchrushen. Richtig geil und stark. So, muss ich weg. So kurz leise stellen, ist es meinen Ohren nicht so. So. Das tut mir im Gorn nicht so gut, wenn sie so ein bisschen angeschlagen sind. Im Flug. So. Wow, das war eine schnelle Ebene. Ah nein, das ist ja. Gehen wir? Ja, weil es rare Monster drin hat. Ja. Das ist gut. So. Na. Das ist wieder ein Wahlgame, den ich brauche. Ballhest wollte ich nehmen, aber das gibt es wahrscheinlich erst in Cruel. Und in Nacht 3, da war ich noch nicht so. Okay, Lightning or Arcs. Ich muss. Ja. Soll ich hier hoch? Wenn Krieg schon, ja. Wegen Elemental Damage auch. Sterb. Oh. Was haben wir denn hier? Das ist der. Mallet nehme ich nicht mit. Ah, Ice Nova. Das ist schwach. Das ist nicht meinem Kopf. Das ist nicht so, ja, dass ich es nehmen würde und lagen würde. Weg damit. Aus meinem Kopf. Nichts mehr. Husch, husch, weg. Okay, mal schauen, wo dann der Durchgang ist hier. Rechts, links oben. Okay. Brauche ich jetzt wirklich nicht. Ich spiele fast keine Charaktere mit Schild. Also Magie-Charakter mit Ringen. So. Ja,
ich denke, ich gehe noch nicht so auf Crit. So Crit-Chance gehe ich schon. Aber, weil ich MF-Items trage, ist es vielleicht nicht so gut. Klug. Muss ich mal schauen, wie viel Crit-Chance ich vielleicht bekomme. Captain trifft Captain und tötet Captain. I'm usually the one making the ghosts. Someone's been busy. Ja, werde ich zuerst hier Captain besuchen und dann den Waypoint besuchen. So. Stuck. Genau. Oh Gott. Wer ist da? Wer ist da? Hässliche Teile. Da ist er. So, schnell zum Schiff. So. Ich finde die Stonebox wirklich mega schlecht, Ding. Bringen gar nichts. Also, man gibt mir mal gute Items. Es gibt ab und zu solche mit Orbs. Die sind gut, aber sonst droppen die nie was. Nur Schrott, was man nicht brauchen kann. So. Verwechseln auf, weil ich so viel Bock bekommen mag. Einfach ein bisschen Action brauch. Und ja, tut mir leid, da bin ich auch manchmal ein bisschen müde. Noch. Aber eigentlich müsste ich jetzt nicht mehr müde sein, aber ich bin trotzdem müde. Wahrscheinlich, weil ich eben hart trainiere, hart Fußballtraining mache. Und deshalb am PC ja, müde wirke. Am Morgen nach dem Schlaf. Nach dem wenig Schlaf. So, also, wo seid ihr? Diesen meine ich da. Das ist auch eine der, ja, zähren und nicht so angenehm ja, Gebietsbosse, aber ich mache ihn einfach so eiskalt, sofort fertig. Ja, deshalb ist es eine der beliebtesten Builds. Also beliebt, ja.
Sag mir, es ist eine der besten MF-Breeds und ja, belebt ist es ein bisschen anders, weil er ist natürlich sehr, sehr easy zu spielen und dadurch wahrscheinlich auch allen ein bisschen zu langweilig. Aber ja, man kommt ja nie wieder, also als Let's Player, ich komme irgendwie nicht weiter, wenn ich so schwere Builds machen muss. Da nicht. MF. Okay, du hast Spectral Throw drauf. Okay. Das ist jetzt ein bisschen weniger gut, dass der so blöd steht. Ja, der arme Fairgraves. Das ist so ein Name. Gut, Belohnung mit der Form, in Form eines Killbooks. Ah, ist das schon. Und fast noch ein Level höher. Hm, viel Increased Energy Shield. Ja, aber beide zu schwach. Meine Schuhe sind einfach sehr gut für den neuen Vergleich. So, und jetzt die Belohnung mit Trickery. Ja, das ist schon richtig geil, mit Intelligenz noch ein bisschen. Und danach muss ich ja jede eins verteilen, weil Level up ist. So. Ja, neu ist jetzt leider noch nicht so. Bin ich Level 10? 15, eben. Schon Level 15. So, komm, schneller. Bisschen durchraschen, damit ich ein bisschen vorwärts komme. Aber ich möchte ja euch viel zeigen, deshalb möchte ich hochlevelig sein. So, also da hoch gehe ich jetzt noch nicht. Ich müsste entweder hier entlang, aber das muss ich jetzt auch noch nicht gerade haben. Ich bräuchte eigentlich dieses. Ja. Ich muss unbedingt das haben. Damit die Pfeile noch schneller sind. So. Die haben viele. Und fast unsichtbar sind sie auch. Also gut. Tarnt klein und so. Aber ein One-Hit habe ich hier. So. Ja, ich muss an den ersten Elementar-Damage kommen. Dann richtig viel. Ja. Nein, das verwende ich nicht, sonst habe ich ja gar kein Mana. Soll ich es mal verwenden? Habe ich einen roten Slot? Nee, keinen mit grün. Ich habe sowieso in der Kiste. So. Noch das Skinning Knife mitnehmen. Der fällt schon um, bevor ich geschossen habe. So, nein, der Captain ist hier. Ich sterbe lieber. So. Ui, da kann ich eine gute Geschichte finden für den Minecraft-Fan-Lebensserver. Sozusagen. Weil ja da Rollenspiel machen und eine interessante Story wäre richtig gut. Ja, grüezi. Nochmal hartet. Bisschen hartet hoch. Skill.
Umweg hier. Ein kleiner, kleiner Umweg. Also das zu lesen. Ich lese es hier als erst, wenn jetzt dann auf Deutsch rauskommt, dann lese ich es einmal. Ich denke schon, was hier geschrieben wird immer. So Geschichten über die momentane Ebene. Und auch ein bisschen Hintergrund. Also. Ein bisschen von die Stuhle. Und vor allem etwas, was wahrscheinlich niemand macht. So, Dilly. Ja, schon fertig. Gehe ich noch kurz hier hoch. Bringt nicht viel. So, mache ich kurz Päuschen und dann geht es gleich wieder weiter und schau noch kurz, wie spät es ist, also wie lange ich schon aufnehme. Ach, kurz ein Waypoint. Die Stadt. Nicht lange laden, bitte. Danke. Also bis gleich. Toilettenpower. So, wir kommen zurück. If you must take your chances with this. Für euch ging es ja recht schnell. Damage brauche ich nicht. Add Cold Damage. Ja. Add Cold Damage. So, Split Arrow. Ich mache jetzt das so. Und das ist Bowgames. Ich könnte das umwandeln. Schaffe ich das? Die da. Ja, toll, hey. Wirklich toll. Gib mir jetzt zwei grüne. What the fuck? Jetzt. Dann mache ich die hier rein. Das ist wichtiger. Ja, ich habe sowieso genug und finde einen viel zu viele. Deshalb. Ist es mir egal, ob ich viel gebraucht habe für seinen mickrigen Bogen. Also für physischen Damage wäre der jetzt langsam zu schwach. Für magischen, der geht noch, weil er recht schnell ist. Okay, schnell ist ein bisschen übertrieben. Es ist einfach ein bisschen schneller als ein normaler Bogen. 1,54 Attacks per Sekund. Ja, nehmen wir den. Ja, nehmen wir den Gürtel, der hat mehr physische Attack. Rechnen wir dann auch nicht mehr lange wahrscheinlich. Jetzt wie Elementar Damage noch rauf. Wie könnten wir das machen? Ich weiß nicht, wo meine Ringe sind. Ich habe ja recht gute Ringe gehabt. Oh, Fast Projectiles wäre es natürlich auch etwas. Den nehme ich mal mit rein und level ihn. Und sonst. Sind der so schwach ist, den nehme ich den. Ja. Weg. Den nehme ich raus. Ja, es geht leider noch nicht, also wir müssen später dann schauen, dass wir Elementar Damage bekommen. Jetzt gehen wir kurz Marvel töten, also ich mache den Part jetzt ein bisschen länger, auch weil der Schnitt bei 21 Minuten gewesen ist. Aber einfach Marvel kurz noch töten. Ja, Akt 2 mache ich dann wieder ein bisschen alleine. Bis wahrscheinlich zum Mittelboss. Und dann zeige ich euch dann wieder ab dann ein bisschen wieder. Das ist ja ein Let's Show ist und nicht ein Let's Play.
Danke, aber darf ich hier rüber? Ist jetzt hier nicht rüber? Muss ich nach? Ja, ich muss dort herum. Komisch, ich habe 30 FPS und trotzdem scheint ich das selber runter. Ja, morgen immer überlastet, keine Ahnung wieso. Warte kurz 12 Stunden. Kann sein, wieso, weil in Neuseeland und Australien viel drin sind jetzt. Aber das sind doch nicht die gleichen Server, oder? Das wäre ja arm. Ich kenne eigentlich die Server gar nicht so von Pufferfixer, die nie geschrieben werden, was es Server gibt und so. Ja, es ist glaube ich nur ein Server und der ist bei Neuseeland und dann gibt es manchmal Desync-Probleme. Nicht schon wieder so hart, ist extra live. Weg damit. Ach, lass mich jetzt wieder ein bisschen besser spielen, danke. Ja, wegen diesem Desync spiele ich gerne Bogen, weil den kann man richtig gut ausweichen. Auch die Ausweichskiste. So, da oben. Also, ich werde ihn natürlich auf Owlen machen. Und ja. Sonst. Ja. Ich weiß leider nicht, wie viel ich denn erreichen kann. Danke schön. Es ist wirklich mal super toll von euch, aber da möchte ich gerne auch rausgehen. Das stinkt ein bisschen. Also das war jetzt schon wirklich ein schlechter Hinterhalt. Okay, ein guter Hinterhalt, aber böse, böse. Ganz böse. Noch zu wenig stark, um die zu one-hitten und zu töten. Und, nein, einfach genug schnell zu töten, bevor sie explodieren. Darum habe ich sie ja nicht hingewischt. Ich habe auf die andere Seite geschossen, wo ich auf die andere, also auf die Gegner, also bei dir, Seite schießen wollte. Was ist denn hier los? So eine Scheiße, es geht doch runter. Ein Scheißlevel. Ein Scheißlevel. Ich finde es ja so toll von manchen Let's Playern, dass sie sehr nett sind zu den Zuschauern und so. Also zu den Zuschauern. Einfach im Let's Play nicht fluchen. So, und ja, so ich sogar fast siezen, ja, siezen ein paar, siezen sogar die Zuschauer und so. Also, ey, ich finde, ein Let's Play sollte kollegial sein und kommt halt manchmal irgendwas raus, das nicht so beliebt ist oder so. Und, ja, das macht halt, wenn man siezt oder so, macht das nicht zum besten Let's Play oder so. Ach, dann hört bei mir auch Schimpfwörter zu Mehrwelt, zum Beispiel dumme Schlampe. Mehrwelt, die Sushi, Tintenfisch, Meeresfrüchtekönigin, der Abscheulichkeit, Titi Twist. Au, nicht ein TT-Twist. Kann
ist die zäh. Ich habe so wenig Damage noch. Ich brauche mehr Damage, unbedingt. Also liked schön den Button, damit ihr, damit ich nicht mehr Damage bekomme. Ja, nein. Tut mir leid für die kleine Ding. War so gleich so. Also ich habe jetzt kurz einen Let's Play noch gemacht, deshalb. Nein, müsst nicht drücken. Aber es wäre doch natürlich schön. Weil es bei mir auch lohnt zu drücken. Okay, ich muss hier leider reingehen, weil ich ja noch nicht in der Stadt bin. Also kurz noch Items ja, identifizieren. Und gleich wieder verkaufen. Ja. Also. Jo, danke schön für den Part schauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.